You need to know that I'm a So, wieder hallo, es kommt zurück zu einem Video hier zu Need for Speed Payback. Ja, ein neues stillgelegtes Auto hat seinen Weg hier nach Fortune Valley gefunden und ist ein weiteres Boss-Auto. Nachdem wir hier letztes Mal von Udo Roth den Subaru EX STI bekommen haben, haben wir jetzt von der netten Drag Queen, nenne ich sie mal, nämlich der Big Sister, ihren Ford Mustang. Den dürfen wir uns heute krallen und einmal zurück zum Airport bringen. Wird doch relativ lustig, weil natürlich die, Dragster nicht so unbedingt Kurven fahren wollen. Das werden wir also heute, da werden wir unseren Spaß mit haben, glaube ich. Und den werden wir jetzt gleich heimbringen. Der Kollege, falls dich interessiert, wo das Ding steht, zeige ich euch das natürlich mal kurz im Nebenfall auf der Map. Das Ding steht hier. Wenn ihr nämlich unten in der Stadt seid, direkt unten an der Straße neben dem Job Westside Kurier, da in der Baustelle drin, also hier unten drin steht der drin. Dementsprechend einfach hier reinspringen und schon könnt ihr euch dieses Auto sichern und damit ein weiteres Auto eurer Sicht, eurer Sammlung hinzufügen. Und ich würde sagen, das machen wir direkt mal. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ja, ich besauf mich jetzt erstmal vor der Aufnahme. Da sehen wir, wie fährt sich das Ding denn so? Oh Gott, ja, das, was ich genau meinte, die Vorderachse macht nicht, was sie will. Alles an, außer eben Bodenkontakt halten. Was ganz geil wäre, um Kurven zu fahren, aber na gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Dass wir das Ding erstmal auf die Straße kriegen. Hier links geht's nicht rein. Nein, hier geht's nicht rein. Das war schon mal eine ziemlich dumme Wahl. Da war keine Straße. Und das Ding erstmal hier rauskriegen, weil hier fährt sich erstmal, also er fährt sich ja sowieso schon scheiße, weil kaum Lenkung. Und fährt sich obwohl halt noch beschissen, also. Ja, da kam ein Polizist noch nicht drüber geflogen. Guten Tag, der Herr. Aber rechts rum. Ja, ja, okay. Ich habe keine Kontrolle über mein Fahrzeug. Ist unfair. Hören Sie bitte auf damit. Ich fühle mich belästigt. Bitte kuscheln Sie sich. Wow. Au, 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 au. Au, au, au. Alter. Wir sind ja gleich auf der Straße. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber bitte vorher nicht. Weil vorher fährt sich das nicht so geil. Hoppa. Alter, was für ein Schlupf mitten drauf, ist schon geil, ne? Das ist ja eigentlich ein Superbild, ihr Argen. Die fährt ja an sich ein Superbild als Fahrzeug. Hätte La Katrina auch haben können, weil der Datsun ist ja theoretisch auch ein verschollenes Auto. Die war aber kein Superbild. Aber wie gesagt, der Mustang von Big Sister ist ein Superbild. Ist aber gar nicht mal so schnell, wenn ich so überlege, ne? Ist gar nicht mal so schnell. Alter, Kurve! Komm, lass mich fahren. Ja, da fahren wir mal hier rechts rum rein. Wow, 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 wow. Alles gut, alles super. Das machen wir vielleicht kein zweites Mal, dann ist alles top. Dann habe ich euch ganz doll lieb, wenn wir das vielleicht kein zweites Mal machen könnten. Alter, Junge. Okay, vergessen wir mein Thema mit kein zweites Mal. Wow. Das wirst du noch morgen früh spüren. Das Problem ist, dass die Karre halt, wie ihr seht, ja mit der Vorderachse die ganze Zeit hochgeht, dementsprechend auch seitlich einfach gar keinen Halt bietet. Schön mit dem Spoiler, dass der ganze Kofferraumkörper jetzt wackelt. Und dementsprechend bei jedem Seitenschlag einfach anfängt, die Barrel des Todes zu holen. Ich hab einen Dragster, ich müsste top, Alter. Oh, Rino, 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 Rino. Oh. Nein, die kickern mich ein. Nein, 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 nein. Ich kollidiere nicht absichtlich mit euch, es passiert einfach. Richtig. Tja. Das mit dem Dragster wohl gelegt. Ich bin mit dem Dragster entkommen. Warte mal, ein bisschen über deine Fahrkenntnisse Gedanken. Geil, wir haben halt volles Nicht. Ne? Das Ding kannst du halt richtig nach vorne beschleunigen, wenn du Bock hast. Aber die Cops, denen ist halt egal. Die beschleunigen trotzdem schneller. Wow. Au. Au. Nein, es passiert durch... Das ist alles keine Absicht, das ist alles ein Missverständnis. Komm her. Wow, 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 wow. Hey, 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 ganz ruhig mit den Pferden. Oh, fuck. Guck mal, ist er kaputt. Irgendwie auch kaputt. Komm, komm, lass gut sein. Komm, komm. Da ist er schon weg. Lass gut sein lassen. Sehr gut. So, noch eine Backe. Aber einen hab ich noch. Okay. Bist ja noch gut beim Leben. Was ist das denn? Lass ich aber gar nicht gerne. Oh, okay, da, wir fahren rechts rum. Alles gut.
Wenn ihr den direkten Weg fahren wollt, ich habe da gar kein Thema mit, machen wir. Obwohl, ich will eigentlich noch ein bisschen mit euch Verfolgungsjagd machen. Komm mal ran hier. Für den Jackstyle nämlich lustiger, weil es ist ein bisschen herausfordernd, weil ich halt ein bisschen weniger mich jagen kann. Jungs. Ey. Legt eure scheiß Karren hierher. Oder bin ich jetzt schon so nah dran gewesen? Die haben schon keinen Bock mehr. Wow, dieser Elan. Ich glaube, ich weiß schon, wer ja nicht Polizist des Monats an Stern hinbekommt. Ich glaube, ich habe die jetzt. Ich war schon zu nah am Ziel. Dementsprechend haben die jetzt schon. Ey, die haben keinen Bock mehr. Ja, geil. Ja, okay, dann halt nicht. Ja, nicht im Blick ist gut. Ihr habt einfach keinen Bock, ihr faulen Säcke. Na komm, fahr mal hier nochmal eine Runde durch die Wüste, aber ich glaube, die kommen nicht mehr wieder. Ich war schon zu nah am Zielort, weil ab einer bestimmten Entfernung wissen wir ja, geben die Jungs dann leider auf. Das war anscheinend jetzt schon der Fall. Na, aua. Ja, natürlich sind wir Felsen. Na gut, dann bringen wir das Ding mal nach Hause. Dann bringen wir das Kfz. Oh, Alter, komm schon. Das Kfz mal nach Hause. Da wird ein weiteres Bossauto drin. Da haben wir schon drei. Wir haben schon Udos Karre, La Katrina und jetzt auch von Big Sister. Sind noch ein paar, aber wie gesagt, ein paar haben wir schon mal. Das ist schon ganz geil. Schön durch die Wüste geeiert. Das macht richtig Spaß. Das fährt sich richtig gut. Ich hoffe, man hört die Ironie raus, weil sich das so gut fährt. Alter! Das Ding ist gar nicht so schnell, ne? Also, gut, ist natürlich der erste Dragster-Gegner, also ich darf da gar nicht mehr so schnell sein, aber ich hätte mehr erwartet. Ich hätte mehr erwartet, muss ich sagen. Ich hätte mehr erwartet, erst recht, weil es ein Superbild ist. So. Guten Tag, Rev. Neues Kfz ist da. 55, Alter. Die noch eine bessere Zeit, knapp eine bessere Zeit gar hinkriegen können, Alter. War ja gar keine Sekunde irgendwie drüber. Geil. Das wollte ich, das war mein Ziel, absolut. Das ist ein cooles Auto, ein echter Klassiker. Das sagst du jedes Mal, hör auf damit. Okay, ja, wir können hier nur Individualisierung machen, mehr geht, oh doch, Upgrades gehen auch wieder. Da können wir theoretisch auch wieder ein bisschen was rumwerkeln. Aber ja, damit haben wir auch Big Sisters wunderschönen Mustang. Ich finde den sogar cool, ich finde den Designtext echt schick, muss ich sagen. Wake me at the finish line, ja, das ist cool gedesignt. Die koreanische Flagge verstehe ich nicht so ganz. Und das Kennzeichen PP Ali, das verstehe ich nicht. Aber sonst, wie gesagt, designtechnisch finde ich den auf jeden Fall nicht ganz so verkehrt. Haben wir die anderen Autos jetzt eigentlich auch da drüben stehen? Da haben wir da drüben eigentlich gerade stehen. Ah, unser Subi. Und da unseren Cougar, unseren Beetle, unseren... Ich habe gerade nur komische Autos hier stehen. Ich habe irgendwie nichts Normales hier gerade stehen. Egal. Auf jeden Fall bin ich raus für diese kleine Ausgabe. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und wenn euch das geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in einem der kommenden Videos zu. Nicht was wie Payback wieder. Bis dann. Tschö, tschö.